Hallo, ich bin der Rock. Und zwar, wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar habe ich auf Steam vor kurzem War for the Overworld gesehen. Habe mich da mal ein bisschen genau umgeguckt, weil das sah mir so aus wie so ein Dungeon Keeper-Nachfolger, den ich früher sehr, sehr gerne gespielt habe. Habe da ein bisschen nachgeguckt. Das scheint auch wirklich so zu sein. Es handelt sich hierbei um eine recht frühe Beta, die man über den Early Access bekommt. Ist also entsprechend auch alles andere als fertig. Man sieht hier Multiplayer coming soon und man hat als Option eigentlich nur Select Map. Es gibt dann noch vor dem Join ein kleines Fenster, was sich öffnet mit weiteren Optionen wegen Grafik und so weiter. Das sieht daher so ein bisschen so aus wie die Unity Engine. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, schauen uns das genauer an. Ich meine, wer von früher noch den Dungeon Keeper kennt, der kennt das Spielprinzip ungefähr. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da vielleicht schon mal was drüber gesehen habt. Wichtig ist, wir gucken unser Spiel jetzt nur einmal kurz an. Ich mache da jetzt keine größere Serie raus. Let's Play tue ich ja an sich gar nicht mehr. So. Man sieht jetzt hier, genau wie beim Dungeon Keeper, dieses Herz. Dort sind dann die kleinen, ich nenne sie mal Arbeiter. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich glaube Minions. Ja, und dann haben wir hier auch schon Gold. Ja. Und gebuddelt wird eigentlich genau wie in voriger Manier. So. Dann bauen wir dann schon mal den ersten kleinen Raum zusammen. Und man hat hier halt mehrere Einheiten. Das hier ist, wenn ich mich nicht täusche, das Geld. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Mana. Beziehungsweise so was in der Richtung. Und hier, das sind die, ich nenne sie mal die, ja, die Veins of Evil steht hier. Das ist quasi der Forschungsbaum. Machen wir das einfach mal. Wie gesagt, das hier sind Räume, die man machen kann. Dann gibt es noch diverse andere Sachen hier. Das werden Spells sein. Steht hier auch Spell, genau. Und das hier sind Defensiveinrichtungen. Viel mehr habe ich da auch noch nicht rausgefunden. So, zack. Genau, das wird immer regelmäßig unlocked. Man sieht, am Anfang geht es ein bisschen fix. Weil jetzt habe ich schon wieder einen. Dann machen wir den hier gleich mit. So, müssen allerdings ein bisschen warten. Hier vorne, man sieht es nicht richtig, aber das werden hier die Zugänge sein für die einzelnen Viecher, die wir bekommen können. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Hier ist, weil es halt eine Beta ist und das jetzt ein Sandbox, kann ich hier mir einzelne Teile hinzuholen. Was das genau bedeutet, die einzelnen, weiß ich nicht. Hier weiß ich nur, da gibt es Gold. So, jetzt wird hier gerade ausgebaut. Müssen wir einen kleinen Moment warten, bis wir hier weiter bauen können. Also an sich, für eine Beta, finde ich, sieht das Spiel schon recht gut aus. Es funktioniert recht gut. Es ist leider noch sehr wenig vorhanden. Ich hoffe gerade auch, wie wir hier gesehen haben, in diesem Forschungsbaum, da kommt noch ein bisschen was hinzu. Da kommen wir hier raus. Ich habe auch schon ein paar Bugs gefunden, leider. Hier unter Spells, wenn man den setzt, kriege ich den nicht mehr weg. Kann natürlich jetzt auch einfach daran liegen, dass ich vielleicht missbaue. Weiß ich nicht. So, dann legen wir jetzt erstmal die Nahrung an. Zack. Oh, gibt es viel zu essen. Klack. So. Ich muss mal schon wieder was aussuchen. Ich nehme jetzt mal den Katzenkammer, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr Geld. So. Dann gehen wir jetzt hin, reißen das hier mal ein. So, die Räume sind, glaube ich, üblicherweise ein bisschen kleiner. Aber weil wir jetzt hier so viel Platz haben und eigentlich auch nicht wirklich Konkurrenz, können wir das machen. Wenn ich ein bisschen reinzoome, geht die Framerate wohl leicht runter, aber es geht. Hier sieht es so aus, als wenn Animationen noch fehlen. Die laufen hier ein bisschen rum. Aber ja gut, wie gesagt, es handelt sich hierbei noch um eine Beta. In einem sehr frühen Stadium. Geht hier fertig? Ja, Tatsache. So, ich weiß auch gar nicht, ob man mehr von denen hier bekommen kann. Weil ich finde, das wirkt am Anfang immer sehr wenig, wie viele das sind. Wenn man da mal einen größeren Dungeon hat, und da braucht man ja ewig, bis man da bauen kann. So, und zwar, da setzen wir den, ich nenne den mal den Schlafraum rein. Zack, da ist es. Da können die dann drin schlafen. So, dann bauen wir hier den nächsten Raum hin. Ich weiß gar nicht, was es ausmacht, ob der Raum komplett fertig ist oder nicht, ob das nur verstärkte Hintergründe hat. Oder aber, die grundsätzlich dann bessere Wirkung haben, die Räume. Ne?
Weil ich warte leider immer recht wenig, bis die Räume soweit auch durch sind. Ah, ich kann wieder was erforschen. Wie gesagt, ich weiß leider alle nicht so ganz genau, was das ist. Das machen wir auch nochmal. Das sind Räume. So, man sieht hier den Fog of War. Wenn die da drin waren, sieht man nicht direkt was. Das muss nah genug an, ich glaube, an erforschten Boden sein. Beziehungsweise befriedeten Boden, nenne ich es jetzt mal. Jetzt haben wir irgendwas bekommen gerade da. Da ist unser erster Streithahn. Ja, der rennt rein, wird sich jetzt einen Platz zum Pennen aussuchen. Hat er schon. Schön. So, was bauen wir da rein? Beast Room. Ja, komm, der kommt da rein. Da sieht man, glaube ich, diese kleinen Drachen oder was das dann darstellen soll. Einen etwas größeren Raum. Und hier bauen wir auch gleich noch einen hin. Weil das hier, meine ich, ist dafür da, um diese Defensiveinheiten zu bauen, beziehungsweise Türme und so weiter. Und das möchte ich dann natürlich entsprechend groß haben, weil das natürlich schnell produziert werden soll. Also wie gesagt, es macht an sich schon einen ganz ordentlichen Eindruck für den Stand der Beta. Ich bin mal gespannt, wie das grundsätzlich aussieht, wenn es fertig wird. Ich habe da recht große Hoffnung drin, dass es vielleicht ein würdiger Dungeon Keeper Nachfolger wird, was ja damals leider von Bullfrog eingestellt wurde. Aber nun gut. Die gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Hier sieht man schon, wenn man da mehrere Dungeons hat, zum Beispiel mehrere Räume, dauert es halt einfach länger, weil die sich verteilen müssen und entsprechend nicht genug Leute eigentlich da hat. Weiß nicht, ob das ein Anfangsproblem ist. Ob da noch was hinzukommt. Prison Room. Machen wir mal den Blitz hier. Das ist dann, wie gesagt, ein Spell, da kann man dann ein bisschen rumblitzen. Hier. Wir können mal gucken, ob ich das irgendwie... Ah, schade. Oder geht's so? Ja, kann ich jetzt nicht machen, da brauche ich wohl irgendwas für, was ich da angreife. Aber das Schöne an dem Spiel ist eigentlich grundsätzlich der Humor. Man hört es jetzt nicht, aber im Tutorial fing es schon ganz lustig an. Bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob es dort noch Missionen oder ähnliches geben wird. Wenn ja, wird das auf jeden Fall super. So, da bauen wir jetzt mal was hin. Sollte ich jetzt hinbauen? Genau. Hier kommt die Werkstatt hin. Zack, Geld habe ich ja genug. Oh ja, da können die jetzt ein bisschen was bauen. Da ist er schon. So, da wird auch im Moment weitergemacht. Hier kürzen wir mal ab. So. Ja, hier kommen dann die Helden nachher rein, die dann alles angreifen. Ist immer ganz lustig, ich weiß nicht, was passiert. Ich hier drauf drücke, ob die dann kommen. Mal gucken. Ah, da steht er. Tatsache. Aber er kommt da nicht weg. Ihnen fehlt quasi die Brücke. Ja, da können wir vielleicht mal kurz darauf hinarbeiten, dass sie sich hier einmal ein bisschen prügeln. Dann brauche ich aber, glaube ich, gleich noch die Brücke. So, Schatzkammer wollte ich schon machen. Nee, nee, das hier. Zack. Dann kann ich euch vielleicht auch gleich mal kurz den Witz zeigen. Dann muss ich einmal kurz hier durchbuddeln. Zack. So, da brauchen wir auch gleich die Brücke. Sonst bringt das ja nichts. So, jetzt sieht man hier schon so langsam ein bisschen Gewusel. Schon alle überall unterwegs. Ja, alle fleißig am Essen. Wie gesagt, man kann das natürlich jetzt auch ganz anders bauen. Ich mache das jetzt einfach nur mal so. Einfach nur, um euch ein bisschen was zu zeigen. Ein Kultist. Ja, da. Oh! Die sind ja doch schon schneller da. Ich habe gedacht, da kommt nur einer her. Dann wollen wir mal ganz schnell was dagegen machen. So, wie gesagt, wie man das jetzt hier wegkriegt, weiß ich leider gar nicht.
So, jetzt haben wir hier Gott sei Dank noch ein paar Blitze. Zack, jetzt ist das weg. Wie man da neu nachbekommt, weiß ich jetzt nicht. So vielleicht. Ja, Tatsache, das war's. Jetzt sollten wir vielleicht mal ein bisschen nachhelfen. Kann ich die hier eigentlich... Oh, die haben ja befreundete Viecher dabei. Ja, ich glaube, das hält mich jetzt wohl so ein wenig... Oh, scheiße. Ein wenig, wegnatzen. Deswegen kommen wir da jetzt nochmal nach. Jetzt kann ich schon wieder nichts mehr machen. Ja, die haben sie auf jeden Fall jetzt alle gekriegt. Jetzt mit dem einen Raum aus. Oh. Oh Gott. Ja. Ne? Also da sollen wir jetzt wohl keine großen Chancen mehr haben. Oh mein Gott. Ich werde verlieren. So kann ich jetzt nichts mehr machen. Wieso haben die so viel? Ja, also es sieht so aus, als wenn ich die Schlacht jetzt wohl verlieren werde. Irgendwie kann ich auch gar nicht mehr rumblitzen hier. Vielleicht so. Jetzt wieder. Sterbt. Na, die kann ich hier gar nicht angreifen, die hier stehen. Ich sehe es gerade, die können den Chor, glaube ich, gar nicht angreifen. Das ist gut. Dann bauen wir noch mal ein bisschen was nach. Oh, das geht nicht. Gucken, gibt es noch mehr lustige Spells? Können wir gleich mal was ausprobieren. Feuer, wir versuchen mal den Feuerspell. Gucken, was der gut. Sterbt. Was das gebracht hat. Sieht nur gut aus. Ja, man sieht, also es klappt nur lange nicht alles hier. Irgendwas prügeln die sich jetzt hier wohl. Wie sind die da drüber? Sind die geschwommen? Sieht so aus, ne? Hier liegen sie alle. Ja, zaubern ist wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Sterb. Ja, und da kann ich halt gar nichts mehr machen. Aber irgendwie schlagen die den auch gar nicht, die da vorne stehen. Keine Ahnung. Na gut. Wie gesagt, ich wollte euch mal einen kleinen Einblick verschaffen. Ihr seht das, wie gesagt, eine frühe Beta. Man sieht, alles noch lange nicht fertig. Hier vorne sind jetzt alle tot, weil das soweit erstmal alles geblockt wurde. Hier kann ich nichts mehr machen. Weiß nicht warum, ob die vielleicht irgendwann mal von alleine sterben. Auch ein Bug, der vielleicht behoben wird in naher Zukunft. Das wird dann alle wohl noch kommen. So, das war's dann soweit. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß und wir sehen uns. Ciao.